Um Marketprofil zu öffnen, schalten wir zuerst Tages- oder Wochen-Timeframe ein. Im Feld Cluster Type wählen wir Classic aus. Das Marketprofil ermöglicht die Verteilung des Preises innerhalb jedes Zeitraumes einzuschätzen. Da werden die Tageszeiträume widerspiegelt, jedes Profil für einen Tag. Wir sehen die Preiszone, in der es am meisten gehandelt wurde. Mit der roten Farbe wird der Epochenpreis gekennzeichnet. Wenn wir den Chart vergrößern, sehen wir, dass das Marketprofil aus Buchstaben besteht. Jeder Buchstabe bedeutet eine Stunde oder 30 Minuten. In den Einstellungen Setup, Settings, Classic Symbol können wir für jeden Buchstaben eigene Farbe bestimmen. Gehen wir zu den Einstellungen Settings Classic Profile. Mit der roten Farbe wird der Buchpreis widerspiegelt. Das ist der Preis mit den meisten Trades. Open Symbol ist der Eröffnungswert. Close Symbol ist der Schlusswert des Tages oder der Woche. Digit ist die Farbe der Zahl, die die Tagesnummer zeigt. Das ist nur für Wochenmarktprofil aktuell. In unserem Fall wird das Profil für die ganze Woche widerspiegelt. Die Zahl zeigt die Tagesnummer, wo die 1 der Sonntag ist, die 2 der Montag, die 3 der Dienstag und so weiter. TPO ist die Preiszoneneinstellung. Initial Balance ist der Bereich der ersten Handelsstunde der Hauptsession. Er wird mit der blauen Farbe rechts von dem Marketprofil gezeigt. Die Erweiterung der Startbalance auf 50%. Das heißt, zu jeder Seite wird zu der Startbalance ein Bereich mit 50% vom Startbalance aufgebaut. Und bei der Erweiterung auf 100% ein Bereich mit 100% vom Startbalance in beiden Seiten. Wir können auch ein konkretes Timeframe, das wir analysieren möchten, auswählen. Zum Beispiel nur die Hauptsession vom 8.30 Uhr bis 15 Uhr herunterladen. Zusätzlich zum Marketprofil können wir auch das Volumenprofil anzeigen. Dazu aktivieren wir Double Cluster. Im linken Cluster wählen wir das Volumen und im rechten Classic aus. Das Volumenprofil zeigt, wie das Volumen innerhalb jedes Zeitraumes verteilt wurde. Marketprofil zeigt, wie der Preis innerhalb des Handelsraums verteilt wurde. Darin besteht der Unterschied zwischen diesen Profils. Im Setup-Menü Limit kann man die Volumenprofil-Limits einstellen. Es gibt auch ein Seitenhistogramm für Marketprofil-Chart. Setup, Studies, Horizontal Histogramm. Da wählen wir Timeframe aus. Den Zeitraum des Histogramms. Und im Feld Type bestimmen wir Classic. Da wird der Marketprofil für den ganzen geladenen Zeitraum angezeigt. Das wäre alles. Wenn Sie Fragen über die Marketprofil-Einstellungen haben, bitte wenden Sie sich an unseren technischen Support.